YouTube-Zeichen, wir machen an der Stelle weiter. In Takeshis Castle, dem Freudenhaus, The Funhaus. Mit Pendeln. Aus der Pendelhölle. Ich habe Angst. Ich kann auch nicht mal gerade laufen mit dem Stick. Alter Schwede. Das wird was werden. Das wird was werden. Das wird was werden. Und hier bin ich ungelogen den ersten Abend perma gestorben, weil man optisch nicht erkennt, dass man nach dem zweiten Pendel eine Pause machen kann. Ich habe versucht, in einem durchzurennen. Das hat ungefähr von 40 Versuchen einmal geklappt und ich bin dann 39 Mal wieder hochgerannt. Alter Schwede, also man kann da halt einfach chillig warten. Das muss man natürlich wissen. Wenn man es nicht weiß, das war der Horror. Das war der Horror. Es war so der Horror. Jetzt war ich fast hier abgestürzt. Ja, Markus als Bäcker. Ja, natürlich. Ja, da hatte ich ja die Geschichte schon von meiner Frau erzählt, die während des Studiums auch einen Nebenjob angefangen hat und in der Bäckerei. Was sich dann halt gewundert hat, als sie dann angenommen wurde und es dann hieß, ja, ihre Arbeitszeiten, Samstag sind sie dann auf dem Wochenmarkt, kommen sie mal um 4 Uhr Brötchen einladen in den Wagen und auf dem Wochenmarkt verkaufen. Und sie so, what? Um welche Uhrzeit? Ja, und dann hat sie den Job nicht lange gemacht. Also die Uhrzeiten wären auch nichts für mich. Quincy, das war übrigens damals eine geile Werbung. Danke fürs Follow. Quincy. Jack Klugman. Quincy. Dr. Quinzheimer, wie ich ihn immer genannt habe. Fand ich super geil. Habe ich zum Teil lieber geguckt als Columbo. War ja so meine Zeit, wo halt Columbo und Quincy im Fernsehen liefen. Auf Rittel Plus, glaube ich. Ich freue mich immer die ganze Woche auf Sonntag und dein DS-Stream. Zero. Ja, warte bis DS3 kommt, dann gibt's das volle Dröhnungsprogramm, monatelang. Hoffe ich. Warum klebt mein Pad hier? Mein Pad klebt. Wie kacke ist denn das bitte? Also echt geile Konstruktion. Hinten auf meinem Pad ist so ein CE-Aufkleber. Der ist jetzt ab. Keine Ahnung, wo er ist. Und jetzt klebt das Pad an den Fingern. So eine richtige Klebespur. Ich muss das mal ganz kurz ankleben, weil sonst mein Finger immer am Pad festklebt. Was nicht so geil ist. Ach so, und ich war natürlich nicht nur pullern. Ich habe auch ein Stückchen Schokolade für die Nervennahrung gegessen. Ah, hier ist das CE-Zeichen. Da ist das CE-Zeichen. Es klebt tatsächlich am Finger. Geil. Ich muss das mal abmachen. Die geht weg, ey. Qualitätspad. So, jetzt klebe ich nicht mehr fest, hoffe ich. Dann können wir weiterspielen. Weiterspielen, Hype. Ja, so schwitzige Finger habe ich. Ich gebe alles für euch. Ich bin nervös und schwitz wie Sau. Da gehen sogar die Controller kaputt und die ganzen Aufkleber. Alter Schwede, Mann. Habe das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. War hier nicht irgendwo noch so ein Ritterknecht? Da ist so ein Balderknecht. Adel, sei gegrüßt. Schon wieder. Nee, also ganz ehrlich, ich habe Angst vor Sekundenkleber, weil ich bin so ein Grobmotoriker, Christian, ohne Scheiß. Ich wette mit dir, wenn ich in meinem Leben Sekundenkleber benutzen würde, ich würde an dem Objekt mit meinem Daumen festkleben, weil ich mache da immer, wenn ich mit Patex arbeite, und dann quillt das raus und dann ne, klebt irgendwie alles und nur nicht das, was kleben soll und deswegen, ich bin kein Sekundenkleber, habe ich Angst vor. Böser Sekundenkleber. Achso, der resettet hier. Ja? Resettest du? Resettest du nicht? Was ist denn jetzt mit dir? Willst du nicht? Hi, Moped-Mann! Hallo! Ja, doch nicht hier auf der Treppe, Mann. Das ist doch kacke. Komm doch mal hier rum. Ja, geh doch. Ein Video davon? Nee. Also basteln mit Sless und mit Sekundenkleber, ich glaube, da kannst du den Notarzt anrufen, wenn ich irgendwann mal eine Kreissäge bedienen würde.
Nee, das lasse ich Leute machen, die davon Ahnung haben. Was ich gerade hinkriege, ist so einen kleinen Dremel benutzen und irgendwelche Löcher irgendwo reindremeln. Das kriege ich auch einigermaßen hin. Aber ansonsten, da hört es auch schon auf. Also handwerklich. Wobei, ich hatte tatsächlich in der Grundschule Werken. Wobei ich ehrlich gesagt in der Grundschule schon nicht gerne gewerkt habe. Ich habe mich dann immer zu denen hingesetzt, die mit den Star Wars Millennium Falken gespielt hatten. Ich hatte im... Ne, das war Grundschule, ja. Tatsächlich, in der Grundschule hatten wir einen Millennium Falken und Chewbacca als Minifigur. Ich habe dann immer mit Chewbacca und dem Millennium Falken gespielt, als zu werken. Mein Werken bestand darin, ich habe irgendwie so ein Brett gesägt, also so ein, ne? Und einfach Nägel reingehauen und habe gesagt, hier hast du eine Wandkommode, kannst du Jacken dranhängen. Habe ich nicht so die guten Noten für gekriegt. Weiß auch nicht warum. Ich wurde gedisst. Meine Handwerkskünste. Das hat mich zutiefst geprägt. Ja, richtig. Also ich wäre Tim Taylor. Der Heimwerker-King. Ich brauche nur ein L. Sonst explodiert alles. Das ist voll furchtbar. Was war das denn? Wir haben hier den verstärkt Feuerverteidiger. Ja, genau, deswegen. Und der Rauch. Nebo. Haben wir schon. Haben wir schon gefarmt. Das Ballerseitenschwert ist tatsächlich eine sehr gute Waffe für den Dex-Buff-Build. Aber das habe ich halt schon offscreen gefarmt. Von daher, das haben wir schon im Inventar. Bisschen Zeit mitgebracht. Denn auch dieses war eine Stelle, die ich für YouTube ein wenig geschnitten habe. Oh. Ja, sorry für den Sound, der ist gerade ein bisschen laut. Ist gleich vorbei. Lord, komm gut ins Bett. Bei Sir Bobbage, mal so unter uns. Folgst du jedem Stream und entfolgst ihn dann wieder? Weil irgendwie wirst du jeden Stream als neuen Follower begrüßt und ich bekomme auch eine E-Mail darüber. Das ist ein wenig merkwürdig. Bis kurz nach 23 Uhr habe, also nicht so lange. Wie gesagt, am Ende haue ich noch zwei, drei Keys raus. StarCraft, die Beta für das neue Legacy of the Zerg oder wie es heißt, keine Ahnung. Und Rainbow Six Siege. Habe ich Beta-Keys bekommen aus der Community. Die werde ich dann eben verlosen, dass ihr dann an der Beta teilnehmen könnt. Wie gesagt, die sieben Spieler halt nicht wirklich. Von daher könnt ihr dann da Spaß dran haben und mal ein bisschen rumtesten. Weil ich dann erstmal hier rumschillen kann, Emsor. Warum soll ich denn den Nahkampf machen? Geht aber auch so, ich brauche nur Zeit. So müsste ich jetzt den kompletten Weg hier lang ketzen und ach, alles kacke. Und dann ist er weg und shirt nicht und ist doch Plan B mit Gift halt. Ich check's noch nicht ganz so mit Twitch. Also einmal unten aufs Herzchen drücken, followen, reicht völlig. Normalerweise kriegst du dann halt eine Meldung oder oben links ist online oder ich tauche in dieser Liste auf, die online sind und wenn es einstellt mit der E-Mail benachrichtigt, ist es sogar eine E-Mail. Ich weiß, dass man den so killen kann, Borsti. Ich weiß. Du musst nur komplett den Weg rumrennen und dann oben, wenn er sich hinschmeißt, draufkloppen. Klar. Weiß ich, dass es geht. Weiß ich. Aber wie immer, viele Ziele führen nach Rom. Ich kann auch mal mit normalen Pfeilen drauf schießen vielleicht, dann geht's schneller. Wie viel mache ich denn da? Das ist halt das Schöne an YouTube, da kann man sowas schneiden.
jetzt allerdings nicht. Ja, der ist angekettet. Dick Skills. Das heißt, der kann hier nicht hinwerfen. Der ist da oben in seinem Radius halt sehr beschränkt. Nee, ist alles PC. Sowohl StarCraft als auch Rainbow Six ist für PC. Glaube ich. Ich hoffe. Ich weiß es nicht. Ich glaube. Es bringt so Eisentarkus zum Boss. Nein. Eisentarkus ist halt leider auch ein Charakter, der ziemlich leider blass bleibt. Und der kannst du, glaube ich, nur bei diesem Bosskampf kriegen und der wird den Bosskampf halt schwerer machen. Von daher, nein. Da renne ich jetzt einmal solo rein und versuche ihn tatsächlich mit dem Schwert wegzuholen. Mal gucken, ob es gelingt. Ja, falls ich dann beim ersten Mal sterben sollte mit der Taktik, dann kann ich ihn gerne beim zweiten Mal einmal mitnehmen. Ich versuch's halt einmal zu machen wie im Let's Play halt mit der komischen Blitzlanze. Bei Epic Nebro und Eisentarkus den Boss alleine gemacht. Macht der denn so viel einfacher? Was macht der denn? Der macht doch nichts, der ist einfach nur da, oder? Eisentarkus stirbt danach in Anno Londo? Wo? Ich überlege gerade, wo ist denn der? Ist der in der Erinnerung? Ne, in der Erinnerung ist er nicht. Wo ist denn der? Okay, gut. Dann testen wir das mal. Jetzt hier, du Bumsgolem. Hör doch mal auf, Mann. Kann ja nur um Stunden handeln. Echt, das wusste ich gar nicht. Wo denn, Borsti? So, jetzt können wir nämlich hier looten. Große Scherbe. Upgrade. Aber wir holen uns erstmal das Leuchtfeuer. Seele, ehrenwerter Ritter. Den da hinten könnte man jetzt im Endeffekt auch noch machen für Seelen. Das sparen wir uns jetzt an der Stelle einfach mal. Wir gehen erstmal hier runter. Wir machen Dutz am Dutzgerät. So, möchte ich hier rauskommen, wenn ich sterbe? Wir machen noch nicht den Boss, keine Sorge. Also wir machen noch nicht den Boss. Von daher, keine Panik, ich weiß, ich bin nicht menschlich. Piperpops. Wir machen erstmal noch ein bisschen Kram. Und ein bisschen Kram sieht so aus, wir springen da jetzt gleich mal rüber. Schalten als erstes den Shortcut frei. Das ist mein erstes Anliegen, bevor ich hier die dicken Mobs mache, die da hinten stehen. Dass wenn wir sterben, na gut, wir sterben ja sowieso jetzt hier beim Leuchtfeuer, aber ich hätte trotzdem ganz gerne erstmal das Leuchtfeuer. Das heißt, wir machen hier das Leuchtfeuer. Brauche ich den da oben? Schießt der hier hin? Kann der hier hin? Schießt nicht? Weiß es nicht. Oh, ich hoffe, das klappt jetzt. Natürlich nicht. Geil. Armbrust, Scharfschützenbolzen, Holzenbolzen. Hier nochmal ein Stück. Oh ja, gut, dass er in die andere Richtung schlägt. Kann man hier machen.
So, kleine Scherbe. Naja, nehme ich mit. Besser als keine Scherbe. War hier noch einer? Ja, hier war noch einer hinten im Ach ja, da musste ich ja gar nicht hingemusst, ne? Glaube ich. Nee, da hätte ich gar nicht hingemusst. Den hätten wir auslassen können. Super, jetzt nehmen wir ihn mit. Gut. Noch eine kleine Scherbe. Die droppen ja echt gut. Alter Schwede, haben die das geändert? Also früher hatte ich das Gefühl, ich müsste super viele Scherben kaufen. Anscheinend mittlerweile kannst du die so mitnehmen. Und dann das Ganze bitte nochmal nur ohne abstürzen. Das wäre schon schön. Ah, dieser Sprung. Horrorfilme. Also welche ich gerne geguckt habe, war, ich weiß, super seichter Stoff wahrscheinlich für euch. Scream fand ich ehrlich gesagt gut, den ersten. Die anderen, naja, wurden immer schlechter, aber der erste Scream war, fand ich richtig gut. Nightmare on Elm Street, weil ich Freddy Krüger mag. So. Ich will zum Händler und zum Bonfire. Beides, sowohl als auch. Weil Shortcut freischalten, Hype. Achchen. Ah, what? What? Who are you? Ah, another undead. I took on Sam's fortress alone. But I'm no different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, different. That you can handle. Yes, I remember that feeling. For I was the same. So, let me help you out with your soul searching. Kadotachin habe ich gespielt auf der PS4 und auch Platin gemacht, also gestreamt, gespielt, Platin gemacht. Ja, der verkauft die Scherben. Da haben wir genug im Moment. Das ist gut. Weiß, was hat er denn noch? Das Balder Schild, naja. Komische Klamotten. Katharina-Rüstung hatte der, okay. Der hatte sein Set. Das Balder Set, alles nicht so spannend. Alles nicht so spannend. There's nothing more to say. I'm finished. We're both on the brink, you see. End of story. You bloody fool. Bloody fool, tödlicher Mann. Gerd, ich bin halt sonst nicht der... Da bin ich noch jungfräulich. Das hatten wir ja auch mit dem Spielen, was Horror betrifft. Das war halt lange Zeit sowohl filmtechnisch als auch spieletechnisch nicht mein Genre. Jetzt durch Alien, durch Until Dawn... bin ich da so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Das heißt, da werden wir vielleicht was Neues, was kommt, spielen oder was Altes nachholen. Also wie gesagt, da seid mal gespannt. Freut vielleicht den einen oder anderen, dass wir da vielleicht mal so ein Horrorspielchen spielen. Genau, der Zwiebelritter ist Katharina-Rüstung. Quincy. So, das ist der Shortcut-Key. Ja, so schlimm. Also ich weiß nicht, wie unfertig Windows 10 ist. Deswegen kann ich den Vergleich nicht ziehen an das Beauty Future. Also Lords of the Fallen auf der PS4 war okay. Eine Skillung. Es gab drei Skillungen. Stärke, Beweglichkeit und Zauber. Und die Stärke-Skillung war die, die am besten funktioniert hat. Ich hatte Beweglichkeit und Zauber auch ausprobiert. Die waren etwas rumpelig, weil du später in der Progression keine Items mehr dafür bekommen hast. Die Stärke-Variante war halt super. Ja, wir können das testen, wir können das testen. Ah, da ist wieder Captain Perryman, ne? Captain Perryman mit seinem Perry-Schild. Schön. Also nicht sinnlos rumbolzen. Ist halt nicht dahinter, Mann. Das ist halt so ätzend. Keine Chance. Ja, komm. Das meinte ich nicht mit, ja komm. Ja, geh. Rapier. Der gute Dieter Degen. Nehme ich auch mit. Haben wir, glaube ich, aber schon. Das war immer hier Hurra für sinnlos. Das habe ich nie verstanden, was hier ist. Hier war einfach nix. Ach, und was Miyazaki bestätigt hat,
es wird wieder Hidden Walls geben in Dark Souls 3. Das fällt mir mal alles ein, wenn ich die Sachen sehe. Ich hätte es mir vielleicht aufschreiben sollen. Es wird wieder Hidden Walls geben in Miyazaki. In Miyazaki. Natürlich. Hidetaka Miyazaki hat Hidden Walls. Du musst halt an seinen Nippeln drehen und dann geht die Luke auf. Alter. Nein. Hidetaka Miyazaki hat bestätigt, dass es in Dark Souls 3 wieder Hidden Walls geben wird, die wieder mit Angriffen zu öffnen sein werden. Er meinte, es sei halt sein Konzept gewesen, dass man sie zufällig beim Kämpfen entdeckt, wenn man draufhaut mit dem Bogen schießt, so wie in Dark Souls 1. Und in Dark Souls 2 mit X drücken, also Aktion ausführen, war total scheiße, deswegen wird es wieder mit Angriffen sein. Alter Schwede, also irgendwo auf die Wände wieder kloppen in Dark Souls 3 und Hidden Walls entdecken, nicht wie in Dark Souls 2 X-Taste, weil X-Taste doof, fand ich auch. Und das hat Miyazaki jetzt halt auch nochmal im Interview bestätigt. Und dass man seine Nippel drehen muss, damit er glücklich ist. Schön! Alter, wie geht das Ding denn hier auf? Mach mal auf, mach mal auf! Ich fall hier gleich runter! Ist der falsche? Ei, 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 ei. Also manchmal erzähle ich auch so eine gequirlte Kacke, Mann. Das ist ja unfasslich. Das ist wirklich unfasslich. Nein! Geile Scheiße! Das passiert mir nie! Außer jetzt! Ich will hier raus! Überfall Shortcut! So machen das Team Speedrunner! Einfach runter! Dabei nicht sterben! Cool aussehen! Ei, 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 ei! Großartig. Ja, können wir die Seele looten. Können wir den Moped mal hier noch kaputt machen, wenn wir schon mal hier sind. Schön. Einfach mal runterfallen. Ah. Cap. Kommt der hier hin? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Der arme Mob ist angekettet. Der kommt noch nicht mal da weg. Alter Schwede. Nehmen wir die Seelen einfach mit. Hauser empfiehlt gerade was wie Alien. Was wie Alien ist, nur ohne Alien. Ich habe nicht gesehen. Was denn? Entschuldigung, musste gerade ein bisschen failen. Das war Ironie, Alphard. Womega, das war Ironie, um zu rechtfertigen, warum ich so schlecht spiele. Hat, glaube ich, nicht funktioniert. Den Weg hast du mir aber nicht verraten. Ich spoiler ja auch nicht, Spike. Ich spoiler ja auch nicht. Ich mag das ja zuzugucken, wie Leute halt selbst was rausfinden. Deswegen, ich bin der Letzte, der halt in irgendeinem Stream irgendwas spoilert. Ich weiß noch nicht mal, wie sein Moveset ist, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich den wegbürsten kann. Ich meine, ich kann mal draufhauen. Das Gift tickt ja. Wahrscheinlich sterbe ich. Und 13.000 Seelen. Geile Scheiße. Was macht denn der Moped? Mann. Ja, jetzt habe ich ihn geaggrot. Danke. Ah, das ist der letzte Riese aus hier der Erinnerung, glaube ich. Es ist der letzte Riesen-Moped-Knecht. Ah, der Knecht hat aber gut. Ich sehe die HP nicht. Na gut, es geht schneller. Grauer Brocken, ja genau, nehme ich mit. 3000 Seelen nehme ich auch noch mit. Und dann ist hier auch Ruhe. Das ist der Typ übrigens von der Lore, der das Türchen hochgezogen hat, den man im Video gesehen hat, ne? Hier drunter ist jetzt der Gang
zu Takeshis Castle. Da drüben ist der Schmied und die Undead Burg. Und der hat hier das Tor hoch und runter gezogen. Deswegen war er jetzt mehr oder minder eh arbeitslos. Und wir haben jetzt quasi einen aus der Arbeitslosigkeit geholt. Indem wir ihn weggeholt haben. So, dann kommen wir nämlich hier wieder runter. Hier sind jetzt noch die zwei Mob-Admänner. I know, I know, I know. Die ignoriere ich jetzt mal dezent. Falle! Oh, hat anscheinend keinen gekillt. So. Dann haben wir quasi das gemacht. Das ist ja wunderbar. Dann können wir noch die Waffe aufwerten. Hier hole ich mir nochmal 10 Estus. Ah, ja. Hätte ich auch mit dem Heimkehrknochen zum anderen wieder zurückfliegen können. Aber 10 Estus, dann muss ich das andere Bonfire nicht kindeln. Da kommen wir eh nie wieder hin. Von daher schon okay so. So, guten Tag auch. Bitte einmal aufwerten. Waffe verstärken. Jawohl, ja. Bitte einmal. Das Jaito auf 10. Jawohl, ja. Dankeschön. Und für das andere brauchten wir wieder eine Blut, ne? Glaube ich. Was braucht man denn für den Blitzsperr? Da brauchen wir schon die Brocken. Ne, das will ich nicht. Ja. Nein, bitte einmal raus aus dem Menü. So, einmal noch reparieren. So, bevor ich jetzt was kaufen gehe, gehe ich nochmal ein bisschen skillen. Wie viele Level sind denn bitte? Ich weiß es gar nicht. 1, 2? Aufsteige! Ganzes Level, dank Schappi. Ah. Ah. Nochmal Vitalität für dich. Kaufe ich mir noch. Was kaufe ich mir denn noch? Kaufe ich mir überhaupt was? Guck mal, was der noch hat. Überlege. Ja, ich glaube, wir haben von allem erstmal genug. Ich behalte es erstmal. Keine Ahnung. Wüsste sonst, was ich kaufen sollte. Große Scherben wären vielleicht interessant bei dem anderen, aber wir brauchen halt eh schon jetzt Brocken. Green Hornet, danke fürs Follow. Er redet immer noch über Horrorfilme, ja, da kann ich nicht so wirklich mitreden. Habe ich die Falle jetzt schon ausgelöst? Ja, habe ich. Ja, nicht so geil. Ah! Wollte ich backstabben und es ging nicht. Da wollte ich backstabben und es ging nicht. Wundern, wundern. Ja, wobei, wir können einmal die Falle resetten. Das ist, glaube ich, cleverer. Ja, machen wir nochmal fertig. Geht, glaube ich, schneller. Ich hasse diese beiden Mobs. Ja, echt mal, ohne Witz. Ja, das, was Undisputed Future sagt, ich würde halt nie als Zauberer großartig leveln, außer man macht halt wirklich ein Let's Play oder Stream-Projekt daraus. Ich würde halt immer als Mini zocken mit einem Degen. Hä, wieso ist das Ding nicht aktiv? What the fuck? Okay. Sachen, die man nicht verstehen muss. Und, deswegen, ich würde immer mit dem Degen halt zocken, weil es halt super easy Mode ist. Und, alle Zauber zusammensuchen und dann im Endgame umskillen, wenn ich alle Zauber habe, die besten Catalyst. Dann ist das okay. Dann macht der Zauberer auch Spaß. Aber gerade im Early Game ist es, glaube ich, sehr rumpelig. Was? Achso, ich habe kein Schild. Das erklärt einiges. Dann muss ich noch ein bisschen Stößchen machen. Hm, nee. Mach ich nicht.
Oh, noch ein Stößchen. Zwei Stößchen. Hm, wir machen uns mal voll. Just because. Ja, es geht schon, Leandra, dass er nicht zuhauen kann oder muss. Allerdings nicht im Early Game in Dark Souls 2. Das geht halt schon. Wobei, hier habe ich ja auch ein bisschen mit dem Brummpiekse-Katalyst gespielt. Also stimmt schon. Also hilfreich ist es auf jeden Fall, wenn du halt auch mal einen Mob im Nahkampf machen kannst, anstatt da Mana und oder Wunderaufladung zu verbrauchen. Zauberaufladung in dem Fall. Das ist schon richtig. Wie gesagt, dafür gibt es ja halt das Mondlichtschwert. Wo schieße ich hin? Ja, danke schön. Viel Spaß beim Lurken. Viel Spaß beim Lurken, Franzi. Ah, schon besser. Schon besser. Oh, hier habe ich, wie gesagt, jedes Mal Angst abzustürzen. Nicht getan. So, dann sind wir wieder hier. Perfekt. Dann gehen wir einmal kurz zurück. Zum Leuchtfeuer. Ihr wollt ja Eisentarkus-Hype. Da können wir mal gucken, ob er den Boss wirklich solo macht. Ich mach da mal nix. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was passiert. So, schwubbeli-wubbeli. Leuchtfeuer. Ausholung umkehren. Jawohl, ja. Mach mal eine Menschlichkeit. Ja, Mondlichtschwert natürlich nicht im Early Game. Das ist halt Mid- bis Late Game. Schon klar, aber gibt halt eben Catalyst in Dark Souls 1 und in Dark Souls 2 habe ich es nie probiert. Da kannst du halt mit Magie infusen oder so. Magiedolch. Und Backstabben. Was jetzt scheiße ist, weil die Backstabs mit Dolchen Kacke sind. Hast du auf der PS4 Dark Souls 2 Platin gemacht? Ja, habe ich, klar. Das haben wir zusammen im Stream gemacht. Jeden Sonntag ein bisschen weitergespielt, bis wir Platin hatten. Das haben wir fertig gemacht, bevor wir hier mit Dark Souls 1 angefangen haben. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt Dark Souls 1 spielen, weil wir in Dark Souls 2 Platin gemacht haben. Deswegen halt nochmal ein DS1-Run, weil sich das alle ja gewünscht hatten. Ach, ich bin auch dumm. Wir hätten ja die noch erstmal kurz machen können, die haben wir noch gar nicht gemacht. Die Knechte. Das war ja der Knüppel... Ritterknecht. Ich weiß gar nicht, der knüppelt, ne? Der hat einen riesen Knüppel. Kann ich den backstabben? Ich weiß nicht, kann ich ihn backstabben? Nein. Kann ich nicht. Oder ich bin unfähig. Kann beides bedeuten. Ja, yes, sir, sir. Boah, die ist da. Die ist da. Ja, einfach mal der Estus ins Gesicht. Du bist der richtige Havelmann. Verstehe ich schon. Kriegst noch nicht Havels Rüstung. Der droppt nix. Boah, da war der nächste Knecht, ne? Das war ja auch nochmal. Ich weiß gar nicht, wer das war. Der Dings, wie heißt der hier? Ricard, ne? Das ist der originale Ricard, glaube ich. Mit Ricards Degen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der Typ kann auch parryn. Das ist ein richtiger Hund. Und der macht auch Plan B mit Gift. Warum auch nicht? Sein Parry-Schild und Rikards Degen. Ich weiß gar nicht, ob er mit Gift Infuse spielt. Ja, und er kriegt halt Parry auch noch hin! What the heck? Nerf! Nerf-NPC! Nicht locken! Rennen! Mit den Beinen! In schneller! Und nach oben! Leitern, Leitern! Als ob es keinen Morgen mehr gibt. Ha!
Ich sterbe! Wie geil! Wie geil, das ist mir noch nie passiert. Es snipert mich echt ab auf der Leiter. Geiler Typ. Geiler Typ. Und das meine ich jetzt ernsthaft. Das ist echt geil gemacht. Das ist echt geil gemacht. Ich habe ja gesagt, das ist ein Hund. Das ist echt ein Hund. Alter Vater, Mann. Zu gut. Zu gut. Ich mache mich beim nächsten Mal menschlich. Erstmal die Typen umhauen. Nicht, dass ich jetzt hier nochmal rumruppel. Das wäre jetzt nicht ganz so geil. Einfach, ey, Ricard größer als Les. Verdammt. Verdammt. Irgendwas ist auch immer. Oh Mann, ey, der Typ. Oh, krasser Scheiß. Großartig. Ja, Senior, auf jeden Fall. Der Pommes-Pixar ist absolut geil. Kann ich nur empfehlen. Degen in Dark Souls 2 ist Bombe. Hier in Dark Souls 1 habe ich es noch nicht getestet. Das können wir vielleicht mal im Endgame machen, wenn wir eh genug Steinchen und Moped-Klötze haben. Dann können wir halt mal noch mal ein paar Waffen durchtesten. Ich hatte ja nur die mal getestet, welche für meine Skillung damals interessant waren. Eieiei, dieser Ricard. Dieses monstermäßige Moped-Perry. Aber den kann man anscheinend auch gut farmen, wenn er große Scherben ab und zu droppt. Ja, warum nicht? Der Mob den Slash. Ja, auf jeden Fall. Snipert der mir echt in Po, Mexiko. Das ist unfasslich. Das war echt schön. Ja, das ist tot. Über den habe ich mich echt gefreut, weil der Tod war echt cool. Also, er kommt einfach mit seinem... mit seinem Degen an. Zu gut. Echt zu gut. Bounce, Rebound. Bogenschießen. Madhouse. 2 Monate im Club. Ich danke dir dafür. Und natürlich weiterhin viel Spaß im Club und mit den Emotes. Und danke für den Support, Mann. Ja, sorry, dass ich gerade nicht so in die Kamera gucken kann. Ich muss hier Captain Gurkenmann mal kaputt machen. Der Ricard ist zu mächtig sonst. Machen wir es einfach mit Bounce, Rebound draufkloppen. Ja, du sollst reboundsen, bitte. Sonst packt er hier wieder die Parry-Skills aus. Ja, oh, geht auch so. Ricards Dagger. Und 4000 Seelen. 4000 Seelen und keine Mimik. Keine Mimik. Madhouse. Dankeschön. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, aber dein Name erinnert mich halt immer an Matt, Our House. Also den Song hatten wir, glaube ich, gestern. Our House im Stream. Gestern, vorgestern. Cooles Lied. Eieieiei. Da kommt er einfach mal und wubbelt mich platt, Mann. Das war echt ein schöner Tod. Wie gesagt, wenn sie wirklich mehr von diesen NPCs hinkriegen, die wirklich so eine gute Intelligenz haben, da würde ich mich echt drüber freuen, weil die spielen wirklich schon fast so intelligent wie Spieler. Also deutlich, deutlich schlauer als dieses 0815 Gegner-Model. Das ist halt super. Er snipert dich auf der Treppe ab. GG. Nein, gestern war kein Stream. Also letzten Stream Freitag. Der letzte Stream ist für mich immer gestern. Egal wann er war. So, kann ich noch ein Level leveln? Was brauche ich denn für ein Level? Das ist ja noch eine gute Frage, wa? Ich brauche... Ja, komm, da sind 2 Yassis, wa? Die 2 Yassis gönnen wir uns. Die gönnen wir uns. Da haben wir noch eine kleine Yassi, da haben wir die größeren Yassis. Dann nehmen wir noch eine größere Yassi hier rein. Dann haben wir auch fertig. 1000. Brauchen wir noch einen. 2000. Dann können wir das wegpacken. Können wir noch ein Level leveln. Jawohl, ja. Aufsteigen. Vitalität. So, als nächstes auf 30, würde ich sagen. Klingt nach einem guten Plan. Mehr Vitalität schadet nun nicht. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ich mache nochmal die Aushöhlung umgekehrt. Dankeschön. Fino. Auch du. Schönen Abend. Komm gut ins Bett. Danke fürs Reinschauen. Was?
Dann esse ich eben meine Dönerboy. Ich hoffe, du meinst, du isst den Döner, nicht den ganzen Dönerboy, der dir den Döner liefert. Dann hätte ich Angst vor Kannibalismus. Der letzte Stream war immer gestern. Ach, Zeit ist doch sowieso, ne? Alles Schall und Qualm. Alles relativ. Was ist denn ein Dönerboy? Jetzt sag nicht, das ist wirklich ein Gericht. Ach, Dönerbox! Gibt's bei uns auch tatsächlich in einem Dönerladen Dönerbox. Das ist quasi Döner und Pommes oben drauf, alles in der Box, einmal durchgeschüttelt, Soße und Tzatziki oben drauf, bup, fertig. Dönerbox. Heißt da, wie heißt das? Pommdönerbox oder so? Ich glaube, der nennt alles immer mit Pommdönerbox oder so heißt das bei uns. Das Problem ist, die Box an sich ist mir zu klein, davon werde ich nicht satt. Das heißt, ich bräuchte zwei mit Boxen. Und dann habe ich immer das Gefühl, da fühle ich mich schlecht, da fühle ich mich so greedy. Da esse ich lieber einen ganz normalen Döner. Und eine Pommes. Pommes muss sein. Alles ist besser mit Pommes. Oh, ich bin voll der Pommes-Junkie. Ihr auch? Pommes ist echt, das geht immer. Pommes geht immer. Ich liebe Pommes. Das ist die geilste Erfindung. Nicht. Geh weg. Ja, hier oben drauf ist der Klötzchenwerfer, den wir weggesnipert haben, mit den Giftpfeilen. Der ist natürlich jetzt nicht mehr da, weil wir ihn kaputt gemacht haben. Wir müssten den sonst hier in diesem kleinen Spalier, oder wie immer man dieses Ding hier nennen will, machen. Ja, weil hier ist echt nicht viel Platz zwischen den Kugeln. Ach, die kriegen wir so... Lol, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Man lernt nie aus. Cool. Man kann die Kugeln kaputt machen. Schade, dass sie da nicht noch ein Secret eingebaut haben. Das wäre cool gewesen. Das wusste ich gar nicht. Ja, wie gesagt, meistens sieht es dann so aus, man wartet ab, bis er umfällt und geht dann raus und haut ihn hier auf den Kopf und geht wieder hier zurück rein. Das ist so die Mini-Taktik. Naja. Hatte ich das eigentlich im Let's Play probiert? Kann man den absnipern? Oder sind hier unsichtbare Wände? Ah, der ist einfach nicht treffbar. Naja, egal. Egal. Wegpacken. Der Gerät wegpacken. Dönermesser bitte. Oh Mann. Ja, graue Brocken kriegen wir Alpha nachher eh noch. Also ganz, ganz spät im Endgame auf jeden Fall und... Ich denke mal, wir kommen schon irgendwie klar. Irgendwie. Hoffe ich. Shengan, danke fürs Follow. Ja, ungefähr kurz nach 11 mit der Verlosung. Also spielerisch kurz nach 11 Ende, dann die Verlosung. Wie gesagt, meine Frau hat heute Hähnchen gemacht und Pommes. Und om nom nom, das kann man halt so schlecht kalt essen. Deswegen muss ich leider gleich essen. Ich habe nämlich noch nichts gegessen und Hunger habe ich auch. Deswegen habe ich in der Pause noch ein Stück Schokolade gegessen. So, Eisentacos! Ihr wolltet es? Ich greife mal nicht in den Kampf ein und guck mal, was der macht. Ich habe den, glaube ich... Habe ich den mitgenommen? Ich glaube, ich habe den echt noch nie mitgenommen. Ich kann leider noch nicht Praise the Sun machen, deswegen begrüßen wir ihn so. Hallo, Herr Eisentagus. Und was ich mich jetzt frage, was gesagt wurde, dass die Boss-HP nicht skaliert wird, wenn man ihn beschwört. Wie schnell soll das gehen? Der war doch instant da. Also nicht instant, aber ich hätte es nie bis zum Boss geschafft. Na gut. Wie gesagt, das hätte ich jetzt, glaube ich, nicht hingekriegt auf die Schnelle. Egal. Wir sagen, weil ich kein passendes anderes Emote habe... Time in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen mit Eisentacos gegen den Eisengolem, glaube ich, heißt er in die Schlacht. Ich
glaub nicht, dass ich den im normalen Let's Play hatte. Ja, komm, fass Eisen, Tarkus. Mach mal was. Aua. Ja, angreifen! Du! Tu was für dein Geld! Super, das Phantom ist schon mächtig. Oh, jetzt geht er in den Aktivierungsmodus. Gucken wir mal. Also bis jetzt führt der Eisengolem mit 2 Body Slams zu 0. Und Eisentarkus hat noch nicht mal sein Schwertchen ausgepackt. Jetzt hat er sein Schwertchen ausgepackt. Alter, oh, der macht aber Schaden. In der Tat, also mit ein bisschen Glück. Oh, da hat er eine 148er Kette bekommen. Aber er packt jetzt einfach mal nix aus. Er trifft mich nicht. Jetzt trifft er. Und jetzt kommt der dritte Body Slam. Oh, der dritte Body Slam auf die Brücke von Eisentarkus. Eieieiei. Der trifft halt einfach nicht. Aber er kassiert auch keinen Schaden. Er dodgt oder was weiß ich. Er macht irgendwas gut. Ja gut, das könnte funktionieren. Ich greife mal ein, weil das wird, glaube ich, echt sonst arschknapp werden. Weil das wird echt arschknapp werden. Und da hat er ihn doch zu Fall gebracht, der gute Eisentarkus. Und wir wubbeln einfach durch, machen überhaupt keinen Schaden. Mach ich Schaden? Hab ich Schaden gemacht? Das kam mir nicht so vor. GG für Eisentarkus. Eieieiei. Und das ist auch ein kleines Hellier wert, aber nur ein Mini-Hellier, alter Schwede. Dieser Eisentarkus. Gar nicht mal falsch. Gar nicht mal falsch. Hell yeah. Er packt jetzt einfach mal nix aus. Ja, alter Schwede. Wie ertragt ihr das, wenn ich das manchmal lese, was ihr da in die Quotes haut, was ich angeblich gesagt habe, was wahrscheinlich stimmt, dass ich es gesagt habe. Alter, da schäme ich mich doch ein bisschen. Eieiei. Aber ich habe nominell so optisch nichts gemacht an dem. Ich weiß, normalerweise nehme ich den Blitzschwer. Oder hätte ich Solo gemacht, hätte ich den Blitzschwer genommen. Der halt auf seine komische Eisenrüstung wahrscheinlich deutlich besser leitet. Der Blitzschaden als hier mein Blutungsschaden, der halt nichts macht. Naja, ist nicht so schlimm, Flipper. So geil war der Boss nicht. Das ist geil. Das ist so ein... Boah-Moment. Boah-Moment. Tja, Sinjo, wahrscheinlich Ruhrgebiet, oder? Vermute ich mal. Da kommt halt daher. Gib mich mal das Schraubmoped. Boah, was hast denn du da für ein Moped? Das ist halt bei uns hier im Ruhrgebiet so. Das kann ich nicht wegreden. Und so kam das zustande. Und wie gesagt, bei den meisten kam es halt gut an. Und deswegen hat sich das so als Running Gag halt eingebürgert. Ich meine, jeder hat halt seine Macken und Spleens. Ich meine, keine Ahnung, PewDiePie hat halt diesen absichtlichen, glaube ich, Sprachfehler. Ich meine, oder aufgrund seiner Herkunft und nicht amerikanisch Seins. Ich meine, wenn der cute sagt, also süß, das klingt bei dem halt immer, als ob der neues Wort erfindet. Cute. Oh, it's so cute. Voll cute. Das ist halt eben, ne, wenn man das hört, weiß man halt, da ist PewDiePie. Hallo Lanzenknecht. Aua, 360 Grad Roundhouse Kick vom Lanzenknecht. Das ist hier so die erste Stelle, die ich euch empfehlen kann fürs Farmen. Weil die sind relativ easy zu machen. Und geben ganz gut Seelen, wenn man die hinkriegt. Und wenn sie mich hier nicht gerade killen, dann wäre super. Ja, mach da nochmal was. Wahrscheinlich auch Blitzsperr besser als Jaito.
Blutungsschaden triggert aber. Sehr geil. Gut, das wusste ich auch nicht. Weil 1500 Seelen pro Moped und wie ihr seht, sind hier einige Mopeds. Und mit Ausdauer und Geduld und Liebe kann man die, glaube ich, auch vergiften. Aber ich pull jetzt nur mal einen. Weil da hinten ist eine Kiste, die will ich natürlich haben. Kann man den nämlich hier machen. Und blocken kann man es halt eben auch ganz gut. Das geht schon, glaube ich. Na, wenn er nicht wegflippert. Ja, schöner Pock. Also Blutungspock. Achso, nee, mit Wundern möchte ich dich nicht beschießen. Ich möchte dich bitte mit Pfeilen beschießen. Dankeschön für Pfeilen. Oh, immer dieses Steuerungsfails. Jesus, Steuerungsfails. Au! Tiernamen! Nee, also bei Smoke and Ornstein werde ich definitiv mir hier das Captain Solaire Gurkenmann als Backup, glaube ich, weil sonst ist Hilfe. Und wir wollen die Storyline natürlich von Solaire und deswegen Solaire, alter Freund. Also irgendwie, was habe ich jetzt? 74 Schaden gemacht mit 3 Angriffen zweihändig. Was? Der Scheiß! Ich habe 74 Schaden mit 3 Attacken beidhändig gemacht. Wo habe ich denn hingehauen? Also manchmal. Du warst keine Mimik. Nee, Herrschergefäße werden wir heute, glaube ich, nicht mehr schaffen. Also das ist ja noch ein ganzes Stückchen, was, ne? Also PewDiePie, ich meine, kann man nicht wegreden. Er ist erfolgreich, also macht er irgendwas richtig. Ich persönlich gucke ihn halt ganz, 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 ganz selten. Weil ich mag seine super hebelige Art nicht. Da werde ich nervös bei. Ja, das kann man sich halt mal so 1-2 Videos angucken von Spielen, die einen interessieren. Meistens habe ich bei ihm Dark Souls reingeguckt. Aber dann ist auch gut. Aber wir reden erstmal hier mit dir. Guten Tag auch. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old key, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Hmm. What is it? What am I? Well, ist eine gute Frage. Noch können wir gar nicht nach Ariamis. Wir müssen erstmal ins Tutorial-Gebiet zurück, den komischen die Puppe holen. Die haben wir noch gar nicht. A gatekeeper and a guide. That is my calling. Ja, schön. Guten Tag. Dutz! Hufsteige! Vitalität! Dankeschön! Ja, können wir gleich gucken, die Hawkeye. Die nächste Mimik ist hier um die Ecke. Die ist quasi gleich da. Ich überlege gerade, das Leuchtfeuer brauchen wir nicht zu kindeln. Das ist sowieso schon auf 10. Das können wir, glaube ich, gar nicht kindeln. Ja, wobei, ich glaube, PewDiePie macht ja auch keine Let's Plays im Klassischen. Das ist zum Beispiel ein Wort, was ich wieder nicht aussprechen kann. Klassisch, weil da so viele Sch drin sind. Kein klassisches Let's Play. Er macht ja immer quasi so ein Best-of zusammengeschnitten, dass es lustig ist. Also ich glaube nicht, dass er halt ein klassisches Let's Play macht. Habe ich zumindest noch nicht gesehen bei ihm. Schönen guten Tag. Ja. One, two! Ja, nee, komm. Geh nochmal von den anderen Moped-Mann da weg. Komm mal bitte hier in den Raum rein und nicht da hinten, wo der dicke Smoke schon als Statue angebetet wird.
dieses Zurückflippern, das ist so hart nervig, Mann. Das ist echt so hart nervig. Ei! Oh, dieser Doppelswing ist auch cool, muss ich sagen. Wusste ich gar nicht, dass er den macht. Au! Was? Was geht denn mit dir ab? Schicker Oden. Geh weg. Der ist sickig. Der macht halt seinen Schildbash nicht, weil ich weiß nicht warum. Ja, jetzt ist aber mal gut hier. Alter Kollege, du bist gerade hart nervig. Ja, das ist schon besser. So, komm ran. Komm ran! Nein! Steuerungsfehler. Wie sie einfach immer wegspringen. Wo hau ich hin? Wieder nur 74 Schaden mit 3 Hits. Ich hau doch nicht mit dem Katana komplett da durch. Achso, ich sollte blocken. Das wäre geil. Anscheinend hau ich da durch. Oh, Moped mal hier auch noch. Komm mit. Ja, jeden Sonntag, Trotman. Jeden Sonntag. Au! Doppelswing. Hasse ihn. What the fuck? Ist klar. Geht's noch? Schwing dein Ding! Aua, lieber nicht. Lass es lieber. Da Angst vor. Er hat so ein großes Ding. Er will mir wehtun. Ja, jetzt zum Beispiel. Wo war der Schaden vom zweiten Schlag? Du hast halt den Sound, dass es connected und es connected halt nicht. Sehr merkwürdig. Ich triff manchmal das Schild, ja, aber das müsste doch ein anderes Sound geben, oder? Ja, da hinten komme ich noch nie hin. Schon klar. So, hier, Mimik. Keine Mimik. Funkeltitanit. Stimmt, man sieht die atmen. Also jetzt gerade nicht, aber gerade. Okay. Ja, also der Deckel bewegt sich tatsächlich. So minimal. Ja, nochmal. Ja, sieht man. Sieht man, pupiert man. Wupp weg. Oh, ich habe noch den ich bin mit dem falschen Ring in den Bosskampf gegangen, ich Depp. Naja, schöner Fail. Schöner Fail. Wie spät ist es denn? Boah, ey, das wird verflucht knapp, Freunde. Das wird verflucht knapp. Ich überlege gerade, wo das nächste Leuchtfeuer ist. Boah, ey, schaffen wir das noch? Wie lange brauche ich denn? Na, mal testen. Machen wir erstmal den Gargoyle weg, dann ist der auf jeden Fall schon mal weg. Der muss ja eh weg, da führt ja kein Weg dran vorbei. Was habe ich gerade auf die Mimik geworfen? Lloyds Talisman. Das stunt die Mimics und macht sie dementsprechend bewusstlos, dass du ihren Inhalt looten kannst, ohne sie zu töten.
Unter dem Finstermondgrab ist die Frage, ob ich... Komme ich da hin? Komme ich da hin? Ja, komme ich hin, ne? Gucken wir uns erstmal den Gargoyle an. Kann man vergiften? Ich probiere es mal im Nahkampf und werde sterben. Ich sag's schon wieder an. Warum tue ich das? Ich weiß es nicht. Blitz wäre geil. Hab keinen Blitz. Ja, ich roll natürlich auch noch da rein. Ich bin auch so manchmal echt der dümmste Bauer der Bauerhaftigkeit. Sicherheitsestus. Nur because. Ich möchte nicht sterben. Gargoyle-Axt! Gargoyle-Axt! Aua! Stirb nicht! Du gehst doch sterben! So, gab's hier noch was? Hier gab's... Gab's hier noch was? Hier gab's noch was, ich bin mir nur nicht mehr sicher wo. Da gab's noch eine Kiste oder so. Der Mimic Hunter neu auf RTL. Minimum. Ich glaube, wenn er die Kills, kriegst du halt den Mimic-Kopf irgendwann als Belohnung. Aber naja, der ist eher sehr gimmicky, von daher ist mir das relativ egal. Gib mir einfach den Loot, liebe Mimic, und alles ist gut. Geht's eigentlich hier hin? Achso, man konnte hier rumgehen. Achso! Hier was? Irgendwas gab's hier. Ich weiß nicht mehr wo und was, aber irgendwas. Der Nord hier haut heute echt die besten Quotes raus. Ist ja unfucking fasslich. Nein, da bin ich auch gerade lang gegangen. Haha, hier bin ich fast abgestürzt. Mir dünkt, es gab hier irgendwo Loot. Ich weiß nur nicht mehr. Gab's hier Loot? Ich weiß es wirklich nicht, Mann. Doch, da, Kiste. Sag ich doch. Gute Kiste. Ja, Dämonen-Titanit. Nehme ich mit. Natürlich. Ja, klar machen wir die DLC Zero. Auf jeden Fall. Klar, gehört ja in dem Sinne zum Spiel. Also die werde ich nicht auslassen. Wobei ich sage, da werde ich auch sterben. Minimum. Einmal. Und häufiger. Weil das DLC habe ich echt nur einmal im Let's Play gespielt und davon einmal mit Imber. Das heißt, das habe ich nie geübt. Dann heißt, das wird lustig werden. Glaube ich. Minimum. Vor allem Manus. Da kam ich hin, hier kam irgendwo der... Das sage ich doch. Guten Tag, auf Wiedersehen. Weg. Da habe ich super lange nach diesem Schwert gefarmt, dem Painted Guardian Sword. Und es ist bei mir nie gedroppt. Und Spike spielt das Spiel zum ersten Mal und droppt sofort das richtige Moped, ey. Alter Vatermann. Dieser Lacker. Dieser Lacker. Nee, diesmal mache ich hier nicht mit dem Bogen, Blaze Main. Also, diesmal gehe ich hin und sterbe wie ein Mann. So wird's enden. Ich verspreche es euch. Irgendwann habe ich gepullt. Die pulle ich halt immer vorher, weil mit denen auf den Dingern zu kämpfen, ist halt super kacke. Meine Meinung. Mag ich gar nicht. Ja, dann soll die Mopeds halt hier rüberkommen. Rüberkommen! Nicht knattern! Alter, du dummer Arsch. Entschuldigung. Geil!
Das ist mir, glaube ich, auch noch nie passiert. Jetzt haben wir ihn auf der Strebe der Glückseligkeit. Spinn's doch! Kommst du runter? Komm runter! Er droppt was! Wurfmesser. Ja, war so klar. Fabian. Ach, Gamer Fabian. Oh Mann, ihr und euer Blau. Dass ihr immer das Blau so feiert, Mann. Beziehungsweise, ich glaube, Gamer Fabian hat es nicht festgelegt, weil im anderen Chat hatte eine andere Farbe. Von daher. Trotzdem blau bei mir. Wo ist denn der andere Moped, Mann? Und hier muss ich sagen, bewundere ich die Speedrunner, die hier einfach drüber heizen. Ich kriege das nicht hin. Also, ihr seht ja schon, dass ich rumhampel, wenn ich den Stick normal bewege. Ich bin da so ein Grobmotoriker. Das ist so furchtbar. Muss mir halt jedes Mal die Kamera genau in die Position drehen, dass ich ja nicht runterfalle. Und die Speedrunner heizen da einfach durch und springen und was weiß ich, was die alles machen. So viele Sachen, die ich nicht kann. Ich habe ja noch nicht mal den Stick hier hingezielt, um den Moped-Mann abzuschießen. Mann! Headshot! Das war schön. Könnte meinen, das war geplant. Direkt runtergesnipert. Schön. Sorry, ich kann gerade nicht auf den Chat achten. Ich muss hier Engel streben. Entlang streben. Bestrebt ging er die Strebe lang. Im Bestreben, nicht von der Strebe zu fallen. Ob dieses Unterfangen funktioniert? Wir wissen es nicht. Lal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 
Ist das richtig? Ich sag einfach Alpha, du weißt, dass du gemeint bist. Komm gut ins Bett. Schönen Start in die Woche dir. Bis zum nächsten Sonntag oder vielleicht unter der Woche, wenn du Zeit hast und mal reinschauen magst bei Metal Gear und oder Mad Max. Oh, das war close. Tavarian, natürlich du auch. Komm gut ins Bett. Schönen Start in die Woche auf jeden Fall. So, jetzt sind wir hier und sind hier... wo? Ach ja. Hier bei dem Knecht. Gucken. Kurbel pro Kurbel. Ja, ich guck noch mal, bevor hier der... Aha! Was? Du bist... Aua, du bist ein... Aua! Was tut der hier? Ich hab dich nicht eingeladen. Das ist ganz scheiße. Mit der Scheiße. Ich nehme erstmal eine Estos. Das finde ich jetzt aber ganz dumm. Das ist ultra dumm. Ich weiß gar nicht, wo der Mob ist. Fällst du vielleicht gleich einfach runter? Tust du mir den Gefallen? Fall ich gleich einfach runter? Tue ich dem Stream den Gefallen? Ich weiß es nicht. Ja, hör doch mal auf mit deinem Kackschwanz zu schwanzen. Das war jetzt nicht mein Fehler. Das war sein Fehler. Der ist abgestürzt. Da kommen wir dahin. Da müssen wir eh nachher hin mit Painted World, wenn wir zur Painted World wollen. Also da müssen wir jetzt nicht unbedingt jetzt hin. Das lohnt sich nicht. Die ganzen Moped-Männer dazu machen, das einzusammeln. Das Einzige, was sich vielleicht lohnen würde... Wie viel braucht Crystal Magic Weapon? Dass man darauf skillt, aber das Skillen dauert hier eh ewig. Also darauf zu skillen in Magie... Na komm, nee, lohnt sich nicht. Machen wir nachher. Wenn wir zur Painted World gehen, nehmen wir das Zauber-Moped mit. Weil wegen... das braucht, glaube ich, eh mehr Magie als Int. Ihr wisst, was ich sagen will. Mehr Int als Magie ich habe. Auch das war, glaube ich, kein Satz. Wie bildet man diesen Satz richtig? Es braucht mehr Int an Magie für Magie, als dass ich an Int überhaupt haben täte. So in etwa. Das können nur die Mods. Und die Mods anscheinend haben heute keine Lust oder so. Wobei, ein paar fand ich echt ganz witzig, die Henning gebaut hat. Ich weiß es nicht. Da müssen die Mods gefragt werden. Jetzt, sorry, dass es leider nicht jeder kann. Wir haben halt einige Trolle hier im Chat, die würden sonst Quotes hinzufügen mit, ja, ne? Ein brauner Mann mit kurzem Bart sei gegrüßt und so eine Scheiße. Darauf habe ich dann natürlich keinen Bock, sowas als Quote zu haben. Da müsste ich jedes Mal gucken und die rausfiltern. Deswegen können es halt nur die Mods. Dutz! Ja, ich würde sagen, soll für heute gut sein. Den Rest machen wir von Anno Londo im nächsten Stream. Dann haue ich jetzt nämlich noch die Keys raus. Geh noch mal ganz kurz für kleine Jungs. Und, das nächste Leuchtfeuer wäre da. Nee, das wird zu lange dauern. Das wird heute zu lange dauern. Wie gesagt, leider nächste Woche. Ich verabschiede mich in diesem Sinne. Und, winke einmal noch in die Kamera. Wenn ich in die Kamera winken kann. Hier ist verbeugen. Bis zum nächsten Mal. Für die YouTuber.